Aufregende Minuten bei Marienhof. Mit Chakalaka, der afrikanischen Grillsoße von Maggi. Es wird viel passieren. Hilft dir nur über sein Liebeskummer weg. Dass sie ihm mal nicht zu sehr dabei hilft, hä? Sag endlich die Wahrheit. Du hast doch ein Verhältnis mit der. Anne, lass uns doch einfach noch mal von vorne anfangen und einfach alles vergessen, was so schief gelaufen ist. Bitte verzeih mir, ich will dich einfach nie verlieren. Es wird viel passieren. Aber du glaubst mir doch, dass ich es ernst meine, oder? Schon okay. Anne, sind wir jetzt noch Freundinnen? Mir ist das alles gerade echt ein bisschen zu viel. Und ich finde, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Erstmal. Alles okay, hm? Hey, mir liegt doch auch viel daran, dass wir wieder Freundinnen sind. Aber? Aber du hast einfach mein Vertrauen total missbraucht. Und ich kann jetzt einfach nicht so tun, als wäre gar nichts gewesen. Gehe ich jetzt mal. Hallo Mädels. Na, alles klar? Hallo Frau Marini. Ist irgendwas? Nein, alles in Ordnung. Ich soll meine Frau betrügen? Wie kommst du denn darauf? Ich habe Augen im Kopf. Und was haben die gesehen? Dass du selbst deinen Wagen beschädigst, damit deine Ausrede mit dem Unfall glaubwürdig ist. Ist doch mein Wagen. Pfah! Wie kommt Katja an deine Uhr, hä? Ich hab sie liegen gelassen bei ihrem Laden. Ach. Du machst jetzt Maniküre im Beauty-Salon. Und wenn? Hä? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich kann mich schon denken, wobei du die hast liegen lassen. Ich hab Cremes ausprobiert und dabei habe ich die Uhr ausgezogen. Warum? Damit ich sie nicht verschmiere. Das ist die dämlichste Ausrede, die ich je gehört habe. Ach, denk doch, was du willst, wenn du mir nicht glaubst. Das tue ich sowieso. Frank, ich hab nichts mit dieser Karte. Haben wir uns verstanden? An manchen Tagen bist du auffällig gut drauf, obwohl du so viel Ärger am Hacken hast. Ja? Ich bin Italiener, das ist meine Natur. Sag mal, muss ich mich jetzt auch noch entschuldigen, wenn ich mal lache? Was ist das hier für ein Land? Was denn noch? Lass es, Stefano. Du wirst es bereuen. Ach, denk doch, was du willst. Katja, ich bin's. Ich muss mit dir reden. Ja, nein. Es ist wichtig. Also nochmal, das mit dem Kuss zwischen Jesse und mir. Da war damals nichts zwischen euch. Und Jesse dachte auch, dass da niemals was werden wird, verstehst du? Ja, klar, aber dann. Wenn man sich so frei fühlt, dann bleibt es doch nicht nur beim Kuss, oder? Doch, doch. Das war wirklich nur ein Kuss. Das war rein Freundschaft. Auf die Wange. Also der Kuss, der war schon auf dem Mund, aber. Der war jetzt mehr so tröstend, also der war nicht der Rede wert, verstehst du? Ja, klar, kein Problem. Willst du noch was trinken? Nee, ich muss jetzt noch. Du hast jetzt schon richtig verstanden, oder?
Klar, alles in Ordnung. Was machst du für ein Gesicht, Amore mio? Ach, was ist, wenn jetzt Frank zu Tanja geht? Ihr seid doch befreundet. Ich hab ihn angeschrien, ich Idiot. Trotzdem, ein Freund macht sowas nicht. Außerdem hat er doch gar keinen Beweis. Er vermutet das doch nur. Hm? Kadia ist nicht dumm. Du hast das genau richtig gemacht. Alles abstreiten ist das Beste. Hm? Und das nächste Mal sind wir noch ein bisschen vorsichtiger, okay? Hm. Nein. Du würdest jetzt nach Hause gehen? Es ist nämlich schon spät. Ich weiß, wie schwer das für dich ist, Mäuschen. Aber ich bin froh, dass du jetzt diesen Weg gehst. Na toll. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber über deine Gefühle für Robby, da kommst du drüber, ganz sicher. Du hast recht. Das klingt wirklich blöd. Hm. Schau mal, nach einer Weile könnt ihr vielleicht wieder Freunde sein. Vor allem du und Anne. Und das ist dir doch wichtig, oder? Ja, und darum will ich ja auch kämpfen. Aber lass dir noch ein bisschen Zeit. Wie lange? Das kann ich dir nicht sagen. Verlass dich auf dein Gespür. Mein Gespür sagt mir, dass ich verdammt schlecht Däumchen drehen kann und auf irgendwas warten kann. Hm. Aber ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich könnte doch einfach alleine an unserem Solarmobil weiterbauen. Ja, wenn du es hinkriegst, hast du eine super Überraschung für die beiden. Ob man aus diesem Ding überhaupt noch irgendwas retten kann. Oh, hat jemand Geburtstag? Wieso? Wow. Oh, hat jemand Geburtstag? Man kann doch mal schön Frühstück machen, oder? Hattet ihr gestern Abend Zoff und ist das das Versöhnungsangebot? Jetzt setzt euch endlich. Ist das wirklich Papa oder hat dich jemand geklont? Ich glaube, wir haben ihn einfach nur gut erzogen. Ich meine, vor ein paar Tagen hat er sogar selber sein Hemd gewaschen. Ich will einfach für meine Familie sorgen. Dazu gehört auch mal im Haushalt zu helfen. Du hast dich verändert. Zum Guten. Findest du? Ja. Man könnte fast meinen, du hast ein schlechtes Gewissen. So. Danke, Schatz. Dann sehen wir uns also heute Abend. Wenn du das möchtest. Ja, und ob ich das möchte. Du, ich kann aber nicht so früh, weil Kai wollte sich noch bei mir bedanken dafür, dass ich ihn aufgemuntert habe und mit mich zum Essen und irgendwann ein. Mhm. Aber danach würde ich wahnsinnig gern zu dir kommen. Ist doch okay, oder? Hallo. Carlos, kannst du mir ein paar Tüten Espresso leihen? Zu wenig bestellt, hä? Der Lieferant hat mich versetzt. Carlos, das ist doch okay, oder? Brauchst du noch mehr? Gibt's hier irgendein Problem? Nein, du kommst dann heute irgendwann zu mir, später. Du hast doch irgendwas. Ja, zu tun. Herein. Pia, na, was kann ich für dich tun? Hallo. Hallo. Du, also ich wollte dich fragen, ob ich vielleicht doch in der Schule ausnahmsweise an dem Projekt weiterarbeiten darf. Das habe ich untersagt. Aus gutem Grund. Aber es ist nur so, ich habe einfach zu Hause keinen Lötkolben und das richtige Werkzeug fehlt mir auch. Entschuldige bitte, aber das Ding sieht ziemlich desolat aus. Ich arbeite auch alleine an dem Projekt weiter und ich rühre auch sonst nichts an, versprochen. Bitte, es wäre mir einfach unglaublich wichtig.
Also ehrlich gesagt glaube ich ja langsam, dass ihr gar nichts verbrochen habt. Verschwinden nämlich schon wieder Bücher oder sie werden nachts an ganz andere Stellen gestellt. Der Schulcomputer wird benutzt, obwohl alles abgeschlossen ist. Der Schulgeist? Naja, wer auch immer. Jedenfalls ganz offensichtlich nicht ihr. Also darf ich? Von mir aus. Danke. Naja, wenn du neue Hinweise auf den ominösen Unbekannten hast, dann sagst du mir Bescheid, ja? Mach ich. Also Jesse hat Charlie irgendwann mal geküsst, bevor ihr zusammen wart. Mhm. Aber mehr war da nicht. Herr sagt Charlie. Ja, aber wenn das schon so lange her ist, wen interessiert das dann noch? Mich. Weil ich das Gefühl habe, dass ihre Lover schneller wechselt als ihre Stringtanne. Komisch. Es gibt Leute, die sagen das auch über dich. Ich habe keine Stringtanne, okay? Hey, du weißt, wovon ich rede. Don Juan de Garcia, hä? Beim Mann ist das was völlig anderes. Weißt du, was ich glaube? Für diese Macho-Scheiße lieben uns die Frauen. Kannst du mal vielleicht ein bisschen ernst bleiben? Außerdem dachte ich mir, wenn sie dich schon betrügt, dann wenigstens mit einer Frau. Raul. Ich sag dir nur, was ich denke. Ja, aber nur, wenn es kein Quatsch ist, okay? Ist es nicht. Ja und? Okay, Jesse ist ein bisschen schräg drauf. Schräg? Ja. Wie schräg? Schräg eben. Wie blöd schräg oder schräg schräg? Schräg schräg. Ja, na, sehr gut. Ey, worüber reden wir hier eigentlich, ja? Keine Ahnung. Über meine schräge Freundin. Über deine schräge, aber ehrliche Freundin. Wenn sie dich betrügen würde, dann würde sie dir es sagen. Da bin ich mir ganz sicher. Hm? Ja, ich eigentlich auch. Na also. Eben. So gefällt es mir. Ja, danke. Du mich auch. Ja. Ja. Geht. Mhm, gut, ich komme vorbei. Ich melde mich noch mal, ja? Hallo, Frank. Hallo. Tut mir leid, dass ich mich gestern so benommen habe. Hm? Kommt schon mal vor. Naja, sollte nicht, unter Freunden. Ich kann was vertragen. Ich muss mit dir reden. Über die Affäre, die du nicht hast. Hey, Frank, du hast ja recht. Katja. Naja, bin ich deshalb ein schlechter Mensch, hä? Ich meine, das passiert jedem Mal. Das verstehst du doch als Mann. Hm? Mein lieber Stefano, ganz ehrlich gesagt, so als Mann und von Freund zu Freund. Ich glaube, du hast völlig den Verstand verloren. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Abstand zu ihr. Ich kann den Kuss nicht einfach so verzeihen. Ich find's trotzdem irgendwie schade. Findest du? Na komm, tu nicht so. Ihr habt euch doch total gern. Wenn jetzt wegen sowas eure Freundschaft den Bach runtergeht. Ich muss dann langsam in die Werkstatt. Oh Mann, wieso? Ich habe Charlie versprochen, in den Ferien auszuhelfen. Na und? Die Ferien sind noch lang. Ich habe ihm gesagt, dass ich heute mal vorbeischaue. Egal, Charlie wird das schon verstehen. Was genau wird er verstehen? Naja, dass deine Freundin gerade auf deinem Schoß liegt und du leider nicht weg kannst. Zwei Stunden. Und dann bin ich sofort wieder da. Okay?
später. Hallo? Ist da jemand? Also. So, das hier noch, dann habe ich bald alle Klamotten bei Sylo. Die Socken habe ich mir mal geteilt. Du die rechten, ich die linken. Okay. Ich bleibe. Alles klar? Pferdeboxen. Logisch. Die Pferdeboxen? Was guckst du denn da? Ach, nichts Besonderes. Das ist natürlich richtig. Wo ist Jesse? Unterwegs mit Kai Süßkind. Deswegen hängst du jetzt hier vor der Glotze. Dann kommen wir jetzt zu ihrer. Ich geb das mal her. Mach die Kiste auf. 2000 Euro. Wenn der sie anfasst, mache ich ihn platt. Weißt du, was ich glaube? Ja, was denn? Du siehst Gespenster. Wo willst du denn das wissen? Das war damals bei Luna schon so. Das ist lang her. Hey, Eifersucht steht dir nicht. Das macht dich nur fett und faul. Pass auf, was du sagst. Sieh dich doch mal an. Das einzig Faulige an dir, das sind diese Dinger hier. Also, wenn du so weitermachst, dann läufst du dir wirklich bald weg. Ja, und was schlägst du vor? Rasier dich, geh duschen. Bereit irgendwas Kleines für Jesse vor, aber zack, ich komm. Hm? Okay. Muchacho, vergiss nicht. Du bist Spanier. Wenn du jetzt 20 wärst, dann könnte ich es ja verstehen. Da denkt man doch, man kann sowas mal bringen. Tut ja keinem weh. Ich weiß, dass es falsch ist. Warum machst du es dann? Es tut mir halt gut. Als dein Schwiegersohn Sven damals diese Affäre mit der Krankenschwester hatte, weißt du noch, wie du den da fertig gemacht hast? Das sagt, weil wir nicht rauskommen. Ach, wenn es bei Sven nicht rausgekommen wäre, dann wäre es okay gewesen. Natürlich nicht. Was verzählst du denn dann für eine Driss? Du setzt deine Ehe aufs Spiel, deine ganze Familie. Im Grunde sehe ich gerade ja kaum, nur ab und zu. Dann ist es ja nicht so schlimm. Genau. Hin und wieder brauche ich das einfach. Bei Katja fühle ich mich wie ein richtiger Mann. Sie baut mich einfach auf. Hey, und bei Tanja, da bin ich nur noch der Idiot, ein Versager. Sich die Geliebte schön zu reden ist leicht. Jünger als die Ehefrau, weniger Sorgenfalten, keine Ahnung von deinen Fehlern. Ach, Frank, du hast überhaupt keine Ahnung. Ohne Katja hätte ich überhaupt nicht mehr die Kraft, für die Existenz meiner Familie zu kämpfen. Ach, deine Familie funktioniert überhaupt nur noch wegen deiner Geliebten? Na dann. Frank, bitte. Was willst du, Stefano? Absolution? Du machst dir was vor. Und wenn du nicht aufpasst, stehst du am Ende ohne Frau da, ohne Familie, genau wie Sven. Frank, das kannst du nicht vergleichen. Meine Ehe steckt zurzeit nur in einer kleinen Krise. Mach doch, was du willst. Ich geb's auf. Frank, das mit Katja, das ist doch nur Sex. Sieht sie das auch so? Ja, sie verlangt sonst überhaupt nichts. Nimm dich in Acht, Stefano. Jede Lüge springt einem irgendwann mal ins Gesicht. Ja?
Was genau tust du da? Ich hab was verloren. Aha. Und das suchst du jetzt mit geschlossenen Augen? Boah. Also, eigentlich habe ich geglaubt, dass du der Schulgeist bist. Ich? Wow. Ja. Was machst du eigentlich hier? Also, deine Mutter hat mir den Tipp gegeben, dass ich dich hier finde. Ich bin mit der Putzkolonne rein. Mhm. Und dann hast du mich gesucht. Mhm. Ich würde dir gerne was sagen. Bist du immer noch sauer wegen Robbie? Naja, also, ich würde die Sache mit Robbie ganz gerne vergessen. Und mit unserer Freundschaft noch mal von vorne anfangen. Echt? So eine gute Freundin wie dich, die möchte ich einfach nicht verlieren. Was sagst du dazu? Ich fange gleich an zu heulen. What I think. That's really what I think. Jetzt hör auf! Oh, I thank you. Hey, komm, so hör ich mich überhaupt nicht an. Jesse, jetzt mal ohne Scheiß. Dein TH, ne? Ist eine Katastrophe. Katastrophe. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist gemein. Quatsch. I'm really sorry to say this to you, but this is the truth. This is the truth. Du hast was an den Ohren. Aber ich bin nicht mehr Sport, ich bin auch Englischlehrer. Schon vergessen? Ja, umso peinlicher für dich. Vielleicht solltest du dich mehr auf deinen Sportunterricht konzentrieren, dafür brauchst du die Ohren nicht. Aha. Ja, das würde ich so nicht sagen. Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich meine, du brauchst ja die Trillerpfeife nicht zu hören, mit den anderen Leuten zu tanzen. Aha, jetzt auch noch pampig werden. Ich bin ja Lehrer, ja, schon vergessen. Freundchen, so nicht. Du willst boxen? Absolut. Du willst boxen? Okay, komm her. Komm her. Die Finger von meiner Freundin, okay? Carlos! Sonst gibt's richtig Ärger, ja? Sag mal, kannst du mich mal loslassen? Lass mich los, du Idiot! Lass uns irgendwo rausfahren. Irgendwo aufs Land, wo uns keiner kennt. Ja? Stefano. Oh, tut mir leid. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass es heute nicht geht. Ne? Warum denn nicht? Ich muss in den Wilden Mann. Schade. Nur ein halbes Stündchen. Oh Gott, das geht nicht. Ein Viertelstündchen. Ich muss wirklich Schluss, ne? Schade. Ich wollte dir was Wichtiges sagen. Weißt du, für mich ist das nicht mehr nur so. Ich empfinde wahnsinnig viel für dich. Katja! Ich könnte mir mit dir so viel mehr vorstellen. Beziehung, Zukunft, alles. Es gibt etwas Neues von Hip. Es ist sanft, ohne allergieverdächtige Zusätze. Es duftet mit wertvollem Mandelöl. Und es schützt. Ganz natürlich. Hip Baby Sanft, so sorgfältig hergestellt wie alles von Hip. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh Gott, was machst denn du hier? Bashiru, sauber machen. Und dabei schmeißt du das komplette Regal um. Nix Licht und Rums. Ich will nichts von ihr, sie nichts von mir. Und sie will nichts von irgendwelchen anderen Typen. Weißt du warum? Weil sie nur dich liebt, du Volltrottel. Kannst du nur labern oder auch laufen, ha?